Liebe Geschwister, ich grüße euch alle heute in dem letzten Tag von 2020. Ein neues Kapitel fängt an, eine neue Straße mit vielen Möglichkeiten und natürlich auch mit neuer Hoffnung. Ich glaube daran, ich glaube ganz fest daran, das, was wir glauben, werden wir auch in Jesus Namen kriegen. Egal, was wir durchmachen, egal wie dunkel der Tunnel aussieht, habe Hoffnung. Gott ist alles in Kontrolle. Heute hat mir Gott gebracht in Gedanken ein Wunder, was ich erlebt habe vor lange Jahren, wo meine Tochter, ich habe so viel Wunder erlebt, aber das will ich zeigen, erzählen, wo meine älteste Tochter hatte Probleme mit dem Atem. Sie konnte in Nacht nicht schlafen und nicht atmen konnten. Ich und mein Mann, wir gingen ganze Nacht gearbeitet sozusagen in Schichten. Ein paar Stunden habe ich die Hand in ihren Mund gehalten, dass sie atmen könnte mit offenem Mund. Und ab ein paar Stunden hat mein Mann das gemacht. Und das wurde immer schwieriger. Wir gingen bei einem Uhren-Nasenarzt und er sagt, dass die Polypen hat in der Nase. Da müssen wir entfernen. Und direkt, wir haben entschieden, also direkt machen wir die Polypen raus. Und so haben wir weggemacht. Aber die Situation ist nicht besser geworden. Aber noch schlimmer. Ich ging bei der Ärzte, bei einer, bei der anderen. Und keine glaubte mich. Alle sagten, dass ich eine verrückte Mama bin. Und dass ich meine Tochter in Ruhe lasse. Meine Tochter wurde immer dünner. Sie isst fast gar nicht mehr. Und sie war nur 5 Jahre alt. Und die Erzieherin im Kindergarten, sie war immer noch im Kindergarten, haben mich angerufen und gesagt, dass ich zu viel arbeite und nachlässige meine Tochter. Darum, sie hat keine Lust mehr zum Spielen, sie ist so ohne Kraft und sie sieht so dünn, weil sie die Liebe fällt. Der Teufel hat alles getan, mich runterzubringen. Ich könnte nirgendwo in den Kindergarten oder bei dem Kinderärztin gehen, weil die denken, dass ich nicht normal bin, dass ich nicht für mein Kind gut kümmere und darum sie wird dünn. Und sie kommt und sagt uns, dass das Kind nicht schläft, ob das Kind gut klinisch sieht nicht an. Und so, wir sind mit meinem Mann gegangen bei dem Kinderärztin. Aber dann hat sie überzeugt, auch mein Mann, zu sagen, ja, sie werde gehen, wir wissen nicht, ob das die Wahrheit ist, die Kind sieht dünn, sie müssen mehr kümmern für die Kind. Dann beide wir sind zu Hause gegangen und wussten nicht, wie wir unserem Kind helfen. Ich ging im Fasten, im Gebet und habe gesagt, Herr, helf mich, ich kann nicht mehr. Helf meiner Tochter bitte. Ich kann sehen, wie sie jeden Tag dünner wird. Jeden Tag, sie will nicht essen. Und jeden Tag wird sie weiß im Gesicht. Bitte, helf mir. Und ich war im Fasten und am Suchen, am Antwort. Und so war ich gleichzeitig in dem Moment so am Kuscheln mit meinem Kind und am Lachen. Und ich gucke sie, Gott hat mir so einen Blick gegeben, tief in ihre Nase, aber so tief, dass man kann nur mit dem Geräten da drin gehen, so wie Gott hat meinen Blick gesehen. Und ich habe so direkt gesehen, da ist ein Fleisch, eine Blockade vom Fleisch, was alles blockiert. So bin ich direkt, ich wusste, ich bin aufgestanden, habe ich gerufen, mein Mann, habe ich gesagt, weißt du was, ich weiß, unsere Tochter hat die Mandeln. Wann das kam mir in den Kopf? Aber er sagt, nein, wir waren doch bei der Arzt. Ich habe gesagt, ich gehe nochmal bei der Nasen-Ohrenarzt. Ich gehe wieder da, ich sage, bitte,
ich glaube, meine Tochter hat die Mandel. Er sagt, nein, sind Sie der Arzt oder bin ich der Arzt? Ich bin der Arzt und ich sage Ihnen, die hat keine Mandel. Lassen die Kinder in Ruhe, geben sie Essen und kümmern von sie. Aber meine Tochter hatte keine Kraft, weil ihre alle Körper kriegte keine Luft. Weil man sie misste, das war keine Luft in ihrem Körper. Und sie bleibt ständig mit Mund offen. Und so ein Tag, wie Gott es will, ich habe gesagt, Herr, hilf mir. Hilf mein Kind. Rette uns. Du hast mich gezeigt, dass sie Fleisch hat. Sie hat wirklich mich den Blick gelassen. Aber ich habe gesagt, jetzt, du musst angreifen, dass die Sachen in Ordnung kommen. Oder bringst du dieses Fleisch zurück und heilst mein Kind. Oder mach möglich, durch die Ärzte, dass mein Kind geheilt kommt. Und so, wir holen so, wie Gott wollte, weil normalerweise ich musste immer selbst die Kinder abholen vom Kindergarten. Kommt mein Mann und holt uns vom Kindergarten mit dem Kind, mit beiden Töchtern. Und wir gehen in den Supermarkt. Also wir einkaufen zusammen. Und da meine Tochter verliert ihr Bewusstsein. Im Supermarkt, sie verliert ihr Bewusstsein. Und wir landen im Krankenhaus. Landen im Krankenhaus. Und Gott hat gemacht, dass da eine junge Ärztin war in Uniklinik. Und sie hat gesagt, die Kind sieht jetzt gut. Alles ist stabil, weiß ich nicht. Aber ich halte euch im Krankenhaus. Und hat sie uns im Krankenhaus. Und ich habe gesagt, Herr, jetzt werdest du die Lösung suchen. Jetzt werdest du die Lösung. Und haben uns bei der Herzklinik gemacht. Und da war eine junge Arzt, genau eine, dass man gerade Arbeit angefangen hat in Uniklinik. Und er hat gesagt, ich bin hier für den Herz. Ich weiß nicht, was ihre Tochter hat, aber ich sehe, irgendwie ist sie gesund. Und so, in der Nacht, ich habe Gott gesagt, bitte gib mir eine Lösung. Gib mir alle diese Geräte, was meine Tochter hatte, piepsen jede Sekunde, dass sie keine Luft hat. Die kommen und sagen uns, dann sagen die, wir wissen jetzt, was sie hat. Die Muskeln von ihrem Atem, wenn sie schläft, haben keine Kontrolle in ihrem Körper und die einschlafen mit. Das passiert 1 in 3 Millionen, aber das hat sie. Also das wissen wir nicht, ob wir eine Lösung haben für dieses Problem. Und ich habe gesagt, nein, ich weiß, sie hat die Mandeln und sie hat nicht mit dem Muskel zu tun. Und so, damals sind gerade ein paar Videokamera, kleine, was kannst du mitnehmen? Und ich und mein Mann, Gott sagt mir, kauf diese Kamera. Und so ich sage, mein Mann, kauf bitte diese Kamera und bring, dass wir unser Kind filmen, wenn sie schläft. So haben die eine Ahnung genau. Und so, ich habe die ganze Nacht sitzen in ihrem Bett und habe sie gefilmt. Nächsten Tag, ich gehe bei dieser Arzt, dieser neue Arzt, und ich sage, gucken Sie mein Kind, wie sie schläft. Und er sagt, wow, das ist erstaunlich, wie sie komplett blockiert. Sie könnte gar nicht atmen, gar nicht. Und dann sagt er, was denken Sie als Mutter? Und ich habe gesagt, liebe Doktor, ich weiß in meine Gefühle, mein Gott hat mich gezeigt, dass sie hat nur die Mandeln, nicht anderes. Aber er sagt, wir haben doch gebracht bei den Mandeln Arzt und er hat gesagt, es hat nicht. Und ich habe gesagt, bitte, hören Sie mir auf, machen Sie die Mandeln weg. Egal wie kleine die aussehen, machen Sie einfach weg. Okay? Er hat gesagt, wissen Sie, er hat uns, mich und meinen Mann genommen und hat gesagt, das ist vielleicht eine Entscheidung, dass ich werde einen Tag schämen.
Oder werde das eine Entscheidung, dass dieses Leben von diesem Kind gerettet wird? Und ich und mein Mann, wir hatten gesagt, wir müssen das probieren. Gott werde handeln. Aber ich wusste in meinem Herzen. Und so direkt nächsten Tag ist entschieden, die Mandeln wegzumachen. Und anstatt ich traurig zu warten hinter dem Krankenhaus, da bis sie rauskam, ich habe meinem Mann gesagt, komm, gehen wir frühstücken, weil ich hatte tagelang genug gefastet und gebetet und in meinem Herzen, ich wusste, jetzt ist zu Ende. Jetzt ist alles diese Quälerei zu Ende. Gott hat gehandelt. Mein Mann konnte das nicht verstehen, aber er hat mitgemacht. Wie könnte man frühstücken jetzt gehen? Aber ich habe gesagt, jetzt frühstücke ich, weil jetzt weiß ich, meine Tochter wird gesund, meine Tochter wird gut gehen. Und so nach der Operation, wir sind reingegangen und die Ärztin wollte mit uns unbedingt sprechen. Und sie sagt, das, was ich bei ihrem Kind gesehen habe, ich habe noch nie einen Fall gehabt. Die Mandeln von das Kind sind so tief, hinten sind die eine Traube gewachsen und haben komplett die Lunge blockiert. Man so als Arzt könnte man gar nicht sehen. Vorne in dem Mund könntest du gar nicht sehen. Die sind nach hinten gewachsen. Und hat gesagt, wie könnten Sie das sehen, dass Sie ständig, ich habe gehört, dass Sie ständig das gesagt haben. Ich habe gesagt, Gott hat mir gezeigt. Der Teufel versuchte, so in Versteck die Leben von meinem Kind einzunehmen. Und nicht nur das, aber mich und meinen Mann als schlimme Eltern darzustellen. Und direkt, 10 Tage später, mein Kind ist total gesund. Sie ist frei. Heute, sie ist 19 Jahre. Sie hat nie mehr Probleme gehabt. Nie mehr Probleme. Und das Schönste ist, alle Erzieherinnen, die Kinderärztin, alle haben mir gesagt, bitte entschuldigen für die Vorwürfe, was wir für dich gemacht haben. Der Teufel versucht uns immer, immer so runter zu bringen und die Sachen in Dunkelheit zu bearbeiten gegen uns und unsere Familien. Aber Gott werde alle die Sachen in Licht bringen. Und wenn die Sachen in Licht bringen, es ist Ende von der Dunkelheit. Darum ich denke, es ist dieses Jahr 2020, für viele war sehr hart. Aber ich glaube, Gott hat Hoffnung. Ich glaube, dass der Licht Gottes werde 2021 für dich in dein Leben den Sieg bringen. Er ist der Sieger. Er ist ein guter Vater. Er werde dich nie verlassen. In diesem Jahr. Er werde dich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit bringen. Du bist berufen. Du bist berufen, als Kind Gottes zu sein. Darum halte fest in ihm. Vertrau auf ihn. Guck nicht die Umstände, aber sei fest, dass Gott mit dir ist und er hat eine Lösung. Er werde dich nicht verlassen. Ich segne dich, dass du stark im Glauben wächst, dass du eins in Gottes Geist wirst und dass du weißt, Gott ist mit mir. Und wenn Gott mit dir ist, wer kann gegen dich sein? Keiner. Keiner kann gegen dich sein, weil keiner kann gegen Gott sein. Ich segne dich in Jesus' Namen. Liebe Grüße, Alketa.